Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute gibt es den dritten Teil des siebentägigen Food Diaries meiner Jungs, welches ich im Februar in den Winterferien aufgenommen habe. Wer den ersten und zweiten Teil verpasst hat, dann setze ich euch die Links zu diesen ersten beiden Videos unten in die Infobox. Und wenn ihr alle drei Videos gesehen habt, dann habt ihr einfach mal so einen Überblick, was meine Jungs an sieben aufeinanderfolgenden Tagen an Rohkost und an veganer Kost gegessen haben. Wie ich auch schon in einigen Videos erwähnt habe, sind meine Jungs weder 100%ige Veganer noch 100%ige Rohköstler. Wir verarbeiten ja auch ab und zu Ei, also das wünschen sich die Jungs. Und auch in diesem Food Diary gibt es ein Gericht, welches ich mit Ei zubereitet habe. Das werdet ihr hier in diesem Video sehen. Wenn es noch irgendwelche Fragen zu irgendwelchen Rezepten gibt oder irgendwie andere Fragen oder Anregungen, dann könnt ihr das gerne als Kommentar unter diesem Video lassen. Ich wünsche euch jetzt ganz viele Inspirationen mit diesem Video. Ich wünsche euch alles Liebe und bis bald, eure Silke. Als erstes heute gibt es wieder Mikroalgen für meine Jungs, Spirulina-Presslinge. Mein 12-Jähriger presst jetzt gerade für seinen Bruder einen Saft aus Äpfeln und selbstgezogenen Sonnenblumenpancreme. Der Saft ist fertig. Für meine Jungs gibt es jetzt eine kleine Portion Apfel-Sonnenblumenkerngrünsaft. Für meine Jungs gibt es jetzt Frühstück. Der Kleine hat sich geröstetes Brot gewünscht. Das ist das glutenfreie Schnellbrot mit seiner Lieblingsbutter, Butter in Anführungsstrichen. Das ist die vegane Alsan. Und für meinen Ältesten gibt es Obst, Mango, Kiwi, Birne und selbstgezogenes Grünkraut von Erbse und Sonnenblume. Für meine Jungs gibt es jetzt noch Nachschlag. Der Kleine hat sich wieder geröstetes Brot mit Alsan gewünscht und für meinen Ältesten gibt es Wildheidelbeeren. Die habe ich jetzt so halb antauen lassen. Er mag sie am liebsten, wenn sie noch ein bisschen gefroren sind. Wir sind gerade bei uns im Bioladen. Ich habe jetzt fast vergessen mitzufilmen. Die Jungs haben sich eine heiße Schokolade bestellt mit Sojamilch, oder? Mhm. Genau. Oder mit Hafermilch? Es war mit Hafermilch. Na gut, mit Hafermilch, okay. Für den Silas gab es noch einen Vollmilch-Nougat-Ring und für den Simon, wie ist das? Mandelknacker. Mhm. Einfach nur Mandeln und irgendwie Honig. Ja. Weg ist es. Und Simon hat ja auch noch so einen Kakao. Und, ja. Jetzt ist es am Nachmittag. Wir sind draußen im Wald bei wie viel? Ist kalt. Ist eisig, ne? Ja, 1 Grad. 1 Grad vielleicht, genau. Und Simon. Es ist 1 Grad, Mama. Es ist 1 Grad. Was? Es ist 1 Grad bestimmt auf deinem Handy. Aha, habe ich das mit? Hm. Nein, habe ich mal also geguckt. Simon isst jetzt nur Kakao Haselnuss. Das ist aktuell unsere liebste Schokolade mit rohem Kakao. Und es gibt verschiedene Sorten. Und genau. Simon, wirst du jetzt alles essen oder nur ein Stück? Alles. Aber ich soll für Silas noch was aufgeben. Achso, für Silas. Silas mag jetzt gerade aktuell nicht. Wir waren ja vorher im Bioladen. Da gab es ja auch schon eine heiße Schokolade. Das habt ihr ja schon gesehen. Und ein bisschen was Süßes. Und jetzt gibt es noch leckere Kakao für Simon. Und wir sind hier, um nach Bärlauch Ausschau zu halten. Zeige ich euch mal. Hier kommt schon der erste Bärlauch. Frisches Wildgrün im Februar. Da ich gerade faste, kann ich noch nicht naschen. Aber bald. Simon isst gerade Tofu. War das so ein ganzes Stück, so eine Scheibe? Tofu? Ja. Hm. Räuchertofu, ne? Hm. Lass dir schmecken. Wir waren ja vorhin im Bioladen und haben Pilze gekauft, Champignons. Und Silas isst die Champignons sogar roh, aber ohne Stiel. Ne? Den Stiel nicht, immer nur den Pilzhut. Und genau, das ist ja eine der wenigen Sachen neben Obst, die du roh isst. Ne? So Gemüse und Sprossen und Grünzeug magst du ja nicht. Aber einen rohen Pilz, lass dir schmecken. Das ist jetzt dein zweiter schon, ne? Du hast schon eingegessen. Jetzt gibt es den zweiten Champignon. Silas isst jetzt seinen 5. rohen Champignon. Für welchen entscheidest du dich für diesen? Lass dir schmecken. Dumm. Für meinen Jüngsten gibt es jetzt ein Glas Aronia-Saft. Für die Jungs gibt es jetzt vor der Abendmahlzeit noch eine Mahlzeit. Für den Simon einen Teller mit Frischkost. Und zwar Möhren, Gurke, Paprika, Postelein, selbstgekeimte Linsen,
Tofu ist auch noch ein bisschen dabei. Das ist keine Rohkost, aber vegan. Und dann gibt es noch ein paar Macadamia-Nüsse. Und der Kleine hat sich noch seine Nukau-Stücke gewünscht. Das ist die beste Schokolade mit Rohkakao, Nukau, Haselnuss. Jetzt gibt es die Abendmahlzeit für die Jungs. Der Simon hat hier noch seinen Rohkostteller, wo noch einiges drauf ist. Und dann gibt es für die Jungs Kartoffelecken und Bauernkroketten. Oder Silas, heißen die Bauernkroketten? Und für Simon gibt es auch Bauernkroketten, ganz viele und ein paar Kartoffelecken. Simon isst jetzt zu seinen Bauernkroketten noch eine rohvegane Champignon-Frikadelle und Vegwasi. Und? Cool. Als erstes gibt es heute für meine Jungs frisch gepressten Orangensaft. Frühstück für meine Jungs. Für meinen Jüngsten gibt es wieder glutenfreies geröstetes Brot mit Alsan und für meinen Ältesten Obst, Kiwi, Grapefruit, Birnen, Birnenstücke und selbstgezogenes Erbsengrün. Als nächstes gibt es für jeden 2 Stück Zartbitterschokolade mit Orange. Für meine Jungs gibt es jetzt noch ein selbstgemixtes Getränk aus geschälten Hanfsamen, Datteln, Lokumapulver, Vanille, ein bisschen Sesammus und Wasser. Und dazu gibt es getrocknete Ananas. Wir waren jetzt noch ein bisschen in der Natur unterwegs und die Jungs haben noch ein Dinkelbrötchen gegessen. Mein Ältester hat das Dinkelbrötchen mit frisch gepflücktem Bärlauch gesammelt. Ich habe jetzt auch hier noch ein bisschen Bärlauch gesammelt und werde dann für die Jungs so eine Art Bärlauchbutter zubereiten. Mein Ältester ist gerade zu einem Freund gegangen und hat sich jetzt 1 Liter Kokoswasser mitgenommen und so einen Ruba-Kakaonips-Mandelriegel. Für meinen Jüngsten gibt es jetzt ein kleines Gläschen Aronia-Saft. Vor der Abendmahlzeit isst mein Jüngster noch 3 rohe Champignons. Abendmahlzeit für meinen Jüngsten. Es gibt panierten Blumenkohl, also paniert mit Ei und glutenfreiem Paniermehl. Das ist Maispaniermehl. Dazu gibt es rohe Champignons, Mandeln, Cashewnüsse und hier in diesem Gläschen befindet sich Aprikosenkernmus. Mein Ältester ist gerade von seinem Freund zurückgekommen. Jetzt gibt es eine kleine Vorspeise. Das ist auch panierter Blumenkohl mit selbstgemachter Bärlauchbutter. Allerdings ist das keine Butter, sondern die vegane Margarine Alsan. Für meinen Ältesten gibt es jetzt noch einen veganen Gulasch.